Seit einiger Zeit habe ich so eine Siemens EQ6-Maschine und die hat diese Britta Intensa-Filter. Das ist hier der Originalfilter. Hier unten gibt es so einen Ring, da kann man irgendwas verstellen. ABC, ich glaube die Wasserhärte oder sowas. Man sieht hier so ein bisschen in dieser Ritze, da hat sich schon so ein bisschen, wie auch immer, Rostkalk oder was auch immer abgesetzt. Also der ist jetzt schon länger in Betrieb gewesen und jetzt hat die Maschine gesagt, ich soll den austauschen und weil mir die Originaldinger zu teuer sind, habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut. Die sieht so aus. Eigentlich genau das gleiche. Hier unten sieht es ein bisschen anders aus. Da ist hier nicht so ein Gitter, sondern mehr so ein so Schlitze. Und ja, sieht man ja so. Ist halt irgendwie einfach ein bisschen anders gemacht. Ich denke, ich werde mir die. Achso, der einzige Unterschied von dieser hier ist, dass die hier so ein Loch reingebohrt haben. Und zwar einen Zentimeter unter dieser Oberkante, einen Zentimeter. Man schon kommt so ein bisschen raus und da ist, sieht man es jetzt, so ein Granulat eingefüllt und das ist hier einfach so ein Silikonfropfen. Der hat oben 12 und unten 8 und dadurch passt der in dieses 10 mm Loch, was man einen Zentimeter unter dieser Oberkante gebohrt hat, rein. Ich werde mir den also auch noch umbauen. Ich werde hier einfach genau so ein 10 mm Loch einen Zentimeter von oben runter reinbohren, den entleeren und eben durch dieses Loch, dafür ist es ja da, kann man eben dieses Filtergranulat nachfüllen. Das ist nur so bis zu dieser Höhe hier eingefüllt. Sieht man jetzt nicht, muss man so gegen das Licht halten, dann sieht man es, weil das Filtergranulat noch etwas aufbläht durch das Wasser. Und der ist also auch nicht hier bis unter das Dach voll, sondern jetzt mit aufgesogen durchs Wasser ist der so bis hierhin voll oder so etwa. Habe ich mir angeschaut. Ja, und das habe ich gekauft. 24 Euro, diese Kartusche. Wie gesagt, die werde ich mir noch genauso umbauen. Diese Kartusche, die braucht man nur einmal. Und dann gibt es hier dieses Nachfüllgranulat dazu. Meins ist jetzt hier Jura Service Franken. Ein Kilo soll was für 15 solche Kartuschen halten. Und wenn man da mal, Moment, wenn man das mal aufschraubt und da reinschaut, gibt es noch so ein kleiner. Wird noch so ein kleiner Filter mitgeliefert hier. Ja, so sieht dieses Granulat aus. Scheint so eine Mischung zu sein aus eben diesem Kalkfilter, Polymeren und irgendwie scheinbar auch so ein bisschen Aktivkohle. Gut. Und wenn dieser Filter dann mal verbraucht ist, dann macht man das hier auf, spült das ganze Zeug raus, füllt den mit diesem Filter wieder neu rein. Wie gesagt, eben so bis kurz unter dieses Loch und ja, wie gesagt, ein Kilo oder ein Liter von dem Zeug hier und eine vorbereitete, modifizierte Kartusche kosten 24 Euro. Ich denke, das kann man also auch selber machen mit den Angaben, die ich hier habe. Ein Zentimeter von oben, ein Zentimeter das Loch, Silikonfropfen, oben 12, unten 8. That's it. Den drückt man relativ fest rein. Fester, als ich ihn jetzt eben hatte für dieses Video. Ich wollte ihn ja gerade mal rausnehmen, um es euch zu zeigen. Und ja, so sieht sowas aus. Also ich denke, man kann gut und gern eine eigene Kartusche einfach aufbohren und sich nur das hier kaufen. Einen von diesen Filtern müsste man ja sowieso in der Maschine drin haben. Also insofern passt das. Ja, so viel wollte ich nur mal zeigen. Vielleicht ist von Interesse. Lasst einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.